Der Streit bei den Grünen um die 100 dürfte auch bei Renate Künast für eine knittrige Stimmung sorgen. Dabei hatten noch vor nicht einmal einer Woche die zukünftigen Koalitionspartner ihren Kompromiss um den Autobahnausbau als Erfolg gefeiert. Darin heißt es: Das Projekt des 16. Bauabschnitts der Bundesautobahn 100 wird nicht grundsätzlich aufgegeben. Die Koalition setzt sich aktiv und ernsthaft dafür ein, dass eine Umwidmung der Bundesmittel ermöglicht wird. Der Bau erfolgt in dieser Legislaturperiode nicht, wenn die Bundesmittel in andere Infrastrukturmaßnahmen in Berlin umgewidmet werden können. Für den Bundesverkehrswegeplan 2015 wird ein zusätzliches Projekt angemeldet. Aber jetzt haben wir erstmal einen Weg aufgezeigt, wie man den Bau verhindern kann. Doch so klar scheint der Kompromiss nicht bei allen Parteimitgliedern angekommen zu sein. So droht nun der Bezirksbürgermeister von Friedrichshain-Kreuzberg, Franz Schulz, mit Parteiaustritt, wenn am Ende doch die Bagger für den Weiterbau der A100 rollen. Ich kann den Grünen auch nur empfehlen, sich von dieser bisherigen Kompromissformulierung zu lösen, weil sie auf der einen Seite nochmal eine grundsätzliche Bereitschaft ausdrückt, an der Weiterbau der A100 festzuhalten. Das ist, glaube ich, eine Formulierung, die viele Berlinerinnen und Berliner die Grünen gewählt haben, nicht verstehen. So herrscht weiterhin Unklarheit, was mit dem Sondierungsbeschluss nun gemeint ist. Kann am Ende mit der Zustimmung der Grünen gebaut werden oder nicht? Auch die Wähler sind verwirrt. Also zurzeit ist das sowieso alles, wie sich so verfahren, und da werden die auch die nächste nicht rauskommen. Also Schwarz und Rot würde auch gut zusammenpassen, schon farblich. Streit gibt's immer. Die Frage ist, ob die Kompromisse auch richtig geschlossen werden. Grün sind doch stark genug. Die sind doch stark genug. Die können sich durchsetzen. Es gibt auf der Delegiertenkonferenz der Grünen am Freitag also viel zu klären. Vor allem, welchen Preis die Grünen bereit sind zu zahlen, um nach 10 Jahren in der Opposition wieder im Senat vertreten zu sein. Ich bin auch einer von denen, die im Wahlkampf immer für Rot-Grün geworben hat und nicht für Schwarz-Grün. Und immer gesagt habe, Rot-Grün ist die Alternative, aber natürlich nicht um jeden Preis. Und ein viel zu hoher Preis wäre, dass die Grünen ihre Wahlzusage brechen und jetzt für die A100 sind. Die Diskussion wird weitergehen. Wenn sich die Grünen einigen, folgt noch ein weiterer Brocken. Wird die Bundesregierung den Kurs von SPD und Grünen mittragen? Danach sieht es eher nicht aus. Wie nah die Koalitionäre dann beisammenstehen, wird spannend.